Hallo liebe Klemmbausteinfreunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal und hier in meinem Laden in Hannover. Hey, ich habe neue Sachen gekriegt. Nach langem endlich mal wieder ein Video. Dieses Mal geht es sogar um Neuheiten, die diversesten Dinge, aber in erster Linie tatsächlich um Cavada Nanoblocks. Ja, da ist doch einiges bei mir jetzt mit hinzugekommen in den Laden. Jetzt bin ich so bei roundabout so knapp 200 verschiedene Artikel von Nanoblock und das recht kompakt zusammengepackt. Das ist schön, die Sachen sind so schön klein. Wenn ich davon ganz einen Laden machen würde, da wären die 45 Quadratmeter ideal für. Naja, wie auch immer. Ja, Nanoblocks, kennt ihr ja, die Steine sind ein Achtel so groß oder Diamond Blocks, wie sie auch genannt werden. Die sind ein Achtel so groß wie der klassische Klemmbaustein. Wisst ihr ja mit Sicherheit und die, die es nicht wissen, er ist ein Achtel kleiner als der reguläre Stein und tatsächlich auch ein Drittel niedriger. Das heißt, die Steine sind etwas kleiner. Also von der Höhe her. Und da ist es so, ja, ich hatte schon ein Grundsortiment mit einem kleinen Grundsortiment angefangen, habe das jetzt zwischenzeitlich auch schon mal erweitert gehabt. Und jetzt sind hier diverse neue Sachen mit dabei. Und auch einige Facelift-Sets, die halt eine neue Nummer gekriegt haben und deswegen auch gleich ein bisschen anders aussehen. Und da möchte ich euch ein bisschen hineinführen. Was habe ich jetzt neu mit dazu? Einmal den Tümmler, der Bottlenose Dolphin in diesem Fall. Der ist neu dabei. Also den gibt es schon länger, der ist jetzt nur neu bei mir im Sortiment. Ne, nicht verwechseln bitte. Was haben wir noch? Ich versuche jetzt gerade mal die Nummern so ein bisschen nachzugehen. Genau, der Toypudel, das ist noch der aus der ersten Generation. Das ist die NBC, was ist das? 060? Ich glaube ja, ne? 060, genau. NBC 060, das ist der NBC 003. Vom Toypudel gab es dann auch, oder gibt es dann auch nochmal eine andere Version. Die hat dann, müsste ich nachschauen, welche Nummer, aber findet ihr auf jeden Fall auch in meinem Online-Shop. So, dann habe ich ein bisschen Meeresgetier mit dabei. Die grüne Meeresschildkröte oder Green Sea Turtle, die habe ich jetzt auch mit im Sortiment. Sah ganz niedlich aus, ich dachte, so ein paar Meeresgetiere wären ja mal gar nicht so schlecht, weil den weißen Hai hatte ich ja schon und ja, können wir ein bisschen was mit dazu machen, ne? Dann habe ich hier die Fiddler Crab oder auch Winkerkrabbe mit dieser riesigen Krabbenschere. Ist das eine? Sieht auch ganz witzig aus, dachte ich mir so. Nimmst du auch mit ins Sortiment. Gibt bestimmt den einen oder anderen, der diese Meeresgetiere richtig toll findet. Dann habe ich den Manta Ray oder auch Manta Rochen. Der ist mit dabei. Da haben wir hier NBC 083, das ist NBC 082 und die grüne Meeresschildkröte ist die NBC 081. Das ist ein Nanoblock Classic, glaube ich. Heißt, nee, Nanoblock Collection, NBC Nanoblock Connection. Connection, nicht Collection. Also die sind dann ja unterschiedlich eingeordnet und daran kann man so ein bisschen erkennen, wo die dann reingehören. So, das waren jetzt die Meerestiere. Dann habe ich hier neu die im Sortiment die NBC 162 Mama und Babyaffe. Das sind, glaube ich, diese japanischen Affen, die dann in so einem, in diesen den Hot Springs sich da gemütlich machen, in diesen heißen Quellen und da gemütlich sitzen. Zumindest sieht dieser Affe so aus. Wie die genau heißen, müsste ich nachschauen, weiß ich nicht. Ist aber, glaube ich, auch nicht so schlimm. Dann habe ich die NBC 192 Nautilus, auch nochmal ein Meeresgetier. Meeresgetier, klingt auch doof, ne? Ein Meerestier. Dann auf Nachfrage von einigen Kunden habe ich auch den kleinen roten Panda mit dazu genommen. Die NBC 194 ist das. Sieht auch ganz drollig aus, hat so ein bisschen was von der Katze, ne?
ist halt kleiner Bär, roter Panda, ist im europäischen Bereich oder auch in vielen Zoos eigentlich viel geläufiger als der große Panda, also unser schwarz-weißer Panda. Das ist einfach im Grunde, die großen Pandas werden, soweit ich es noch richtig in Erinnerung habe, von der chinesischen Regierung an die Zoos ausgeliehen. Also die sind nicht mal nachher Eigentum der Zoos, sondern tatsächlich nur eine Leihgabe. Ist jetzt nur eine Vermutung, ist jetzt kein Fachwissen, aber bin der Meinung, ich habe das schon mal gehört. So in dieser Richtung. So, dann haben wir den flachsten Hund der Welt. Nein, ein Miniature Dachshund oder der einfache klassische Dachshund, Dackel, wie er auch hier bei uns gerne genannt wird, die NBC 260. Und wer sich wundert, es gibt tatsächlich auch Züchtungen von Rottweilern und Dackel, nennt sich nachher der Rottel. Kann man ja mal versuchen, den Rottweiler, den es davon gibt, und den Dackel miteinander zu kombinieren. Steine passen auf jeden Fall farblich dazu. So, ja, ist wirklich wahr. Dann habe ich hier den Platypus oder auch das Schnabeltier. Kloakentier ist, glaube ich, dann der Fachbegriff dazu, die NBC 284, dass man sich alles für quakiges Wissen über die Zeit aneignet. Heide Gieze. Ja, das sind so die Sachen, die jetzt bis dato ja auch so schon im Bestand von Kawada Nanoblock waren. Teilweise haben sie neue Verpackungen gekriegt. Hier ist es jetzt mit diesem Grün statt das klassische Schwarz. Einige haben noch die alten klassischen schwarzen Verpackungen variiert. So. Dann habe ich jetzt im Sortiment auch wieder den Giant Panda. Das ist jetzt die dritte Edition davon, der NBC 328. Und ich hatte den vorbereitet. Ja, der liegt hier. Hier liegt ja dann schön das Bambusrohr vor ihm, oder der Bambus, den er essen möchte. Und die NBC 159 ist der Vorgänger davon. Also das ist der Panda 2, das ist Panda 3 oder dritte Edition, zweite Edition. Erste Edition, weiß ich gar nicht, wie der aussieht. Auf jeden Fall sind das die beiden Pandas, die ich jetzt in groß bei mir im Sortiment habe. Teilemäßig, hier haben wir schon deutlich mehr, hier haben wir 220 Teile. Hier haben wir 170 Teile. Preislich sind die aber weitestgehend ähnlich, also identisch eigentlich sogar, weil kostet alles 10,99 Euro, das, was ich euch bis dato gezeigt habe. Dann auch ein Upgrade hat der Hai bekommen. Gibt es den Great White Shark? Ich glaube, das ist auch schon die zweite oder dritte Edition. Den gibt es auch nochmal in groß, den großen weißen Hai, also in groß aus der großen Edition. Und das ist die neue, der NBC 332. Und die Vorgängerversion ist die NBC 082. Also das ist die erste Edition, das ist die zweite Edition. Und dann gibt es ja nochmal den Great White Shark in groß. Das ist, glaube ich, die NBH. Läuft das unter NBH? Ich glaube unter NBH oder nur noch NB. Ich weiß es nicht. Es ist unterschiedlich durchsortiert, das Ganze. Ja, das sind die. Und wir haben die NBC 333, der Killer Whale, Orca oder auch Schwertwal genannt. Killer Whale klingt immer so ein bisschen komisch, von daher, ja. Der ist jetzt auch mit im Sortiment, gehört auch mit zu den Nanoblocks dazu und ist auch mit einer der neuesten. Also genauso wie ne, Weißer Hai und Panda, das sind so die neuesten Generationen, die es da tatsächlich gibt. Jetzt habe ich natürlich von den Nummern her so ein bisschen unterschlagen. Da gibt es noch die NBC 287, Grenadier Guard oder Queen's Guard, King's Guard. Auf jeden Fall die erste, also es ist glaube ich die erste Infanterie oder sowas. Dienstgrade hast du nicht gesehen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ne, man kennt sie ja, die Stoffköpfe, Fellköpfe, die Fellhelmtragenden. Wachposten vom Buckingham Palace und bei der Königin und so weiter. Das ist hier so eine Grenadier Guard oder Grenadier Garde. Das sind die Figuren. Ist jetzt auch bei mir im Sortiment mit dabei. Sieht ganz nett aus. Nett ist die kleine Botenschwester, ja, ich weiß. Schaut ganz nice aus, ne? Tja,
nicht ganz heiß, sondern eher nice. Dann habe ich dazu geholt, die, normalerweise verkauft man die einzeln, ich möchte sie als Pack verkaufen, und zwar die Lucky Charms Edition von 2020. Die Glücksbringer, die japanischen Glücksbringer, ich weiß nicht, ob nur japanisch oder auch allgemein asiatisch gefasst, ich glaube, es sind alles japanische Glücksbringer, der Daruma ist mit dabei, die Lucky Cat ist mit dabei, dann diese Waki-Fische, wie heißt die Waki? Ich glaube, diese Waki-Goldfischen mit diesem riesen Flieder hinten dran und die anderen beiden, anderen drei Sachen. Keine Ahnung. Steht auf jeden Fall im Online-Shop, welche Sachen das halt alle sind. Ich habe es aber auch echt nicht groß draufstehen, ne? Müsste ich wahrscheinlich jetzt... Nö, mache ich nicht auf. So eine kleine Geschenkebox bzw. Präsentebox. Da sind die Sachen dann mit drin. Ja. Gut, machen wir erstmal die Pokémon. Sind drei neue mit dazu gekommen. Und zwar Weiterentwicklungen vom Evoli. Einmal die NBPM für Pokémon 071. Das ist Leafeon bzw. Folipurba. Ob es so richtig ausgesprochen ist, ich habe keine Ahnung. Folipurba. Ist, glaube ich, ein Pflanzen-Pokémon in dem Fall. Nicht mein Fachgebiet. Ich habe es aber dabei. Dann habe ich die NBPM 072 Glaceon oder Glaceon. Beziehungsweise Glaciola im Deutschen. Das ist immer unter drei verschiedenen, ne? Einmal international, Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch. Ja, im Deutschen heißt es Glaciola, auch einmal eine Weiterentwicklung des Evoli. Ich glaube, Eis müsste es sein. Und zu guter Letzt, ich weiß nicht, warum gerade das, aber die NBPM 073, Sylveon oder auch Felinara. Müsste ein Feen-Pokémon sein dann in diesem Fall. Ich frage mich noch, warum das Psycho-Pokémon gibt es ja, glaube ich, noch. Es gibt ja noch so einige weitere Weiterentwicklungen. Also Psycho gibt es nochmal und das Nacht. Ich glaube, Nachtara heißt das und Psinara. Irgendwie so in die Richtung. Auf jeden Fall sind das auch nochmal Weiterentwicklungen. Da könnte man eher drauf warten, weil die finde ich schon ein bisschen schicker. Okay, Geschmackssache. Alles Geschmackssache immer. Was haben wir noch mit dabei? Neu mit hinzugekommen ist Big Ben, die NBH 193. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es ganz neu ist. Auf jeden Fall habe ich es jetzt neu mit im Programm. Gibt es einmal, ja gut, Elizabeth Tower, Big Ben ist ja die große Glocke im Elizabeth Tower, plus angelehntes Parlamentsgebäude. So ist das aufgebaut, hat 560 Teile, ist recht groß und Schwierigkeitsgrad 3. Alle Sachen sind natürlich von der Firma Kawada Nanoblock ab 12 Jahren. Und dann geht es noch weiter. Dann habe ich hier, das gehört mit tatsächlich zu der neueren Edition bzw. zu einer Neuauflage. Nee, das ist sogar schon großes. Ja, das ist dann eine große Edition. NBH 205, Notre Dame Cathedral oder Kathedrale von Notre Dame mit 1040 Teilen, Schwierigkeitsgrad 4. Das hat schon ein entsprechendes Volumen. Ist preislich 37, 39 Euro, irgendwas in die Richtung ist das. Sieht auf jeden Fall schick aus und mir gefällt es auch. Hätte mal vielleicht was zum Bauen. Wäre auf jeden Fall etwas langwieriger. So, und dann biete ich jetzt auch an, wer gerne frei bauen möchte und sich gerne so ein bisschen austoben möchte mit Basisfarben aus der, auch von Nanoblock gibt es das, die NB014. Über 800 Teile sind hier enthalten, ein Standard-Farbset oder Standard-Color-Set. Und hier sind ein paar Baubeispiele mit dabei. Ich weiß gar nicht, ob auch ein Anleitungsheft hier mit bei ist. Jedenfalls könnt ihr hier hinten sehen, was alles an Teilen mit dabei ist. Findet ihr aber dann auch in den ganzen Foren und so weiter. Genau, extra Steine sind immer mit enthalten, deswegen heißt es
Es sind über 800 Teile enthalten. Aber das, was hinten drauf steht, ist auf jeden Fall Minimum enthalten. Eine Basisplatte in 80x80 mm, eine kleine Platte in 40x40 mm. Das müsste von der Noppung her, glaube ich, genau, das entspricht der Noppung wie die klassischen Basisplatten, also 20x20 Noppen und einmal 10x10 Noppen. Das sind ja die Sachen hier. Die gibt es natürlich auch bei mir im Sortiment. Ging, glaube ich, ja um die 9 € oder sowas in dem Dreh war das. Ja, das gibt es bei mir auch. Ja, das auf jeden Fall von Kawada an Neuheiten. Und ihr seht es ja hier schon. Gibt es die Firma mittlerweile auch bei mir im Sortiment, die Firma Yugioh. Dort habe ich schon mal einen ersten Schwung an Sets mit aufgenommen. Ich will einfach mal gucken, ob euch die Sachen halt auch gefallen, ob ihr Interesse daran habt. Und ja, das ist mein Display, was ich hier bekommen habe, zur Verfügung gestellt bekommen habe von der Firma Yugioh. Deswegen, also das ist nicht verkäuflich. Das kann man motorisieren und dann bewegt sich das hier. Also funktioniert das tatsächlich auch alles mit Bewegungssensor. Das dreht sich alles. Mal gucken, kann ich das jetzt? Nee, nur in kompliziert. Zeige ich euch ein andermal, beziehungsweise mache ich mal ein Video und schmeiß das mal bei Instagram drauf und lass mal so einen kurzen Durchlauf davon machen. Ja, das so viel dazu. Ich hoffe, ihr findet da ein bisschen was, was euch davon tatsächlich auch interessiert. Ist bestimmt das eine oder andere dabei, was man auch mal in kleinen Steinen bauen kann, was auch wirklich viel Spaß macht. Viel Spaß machen kann, ist ja immer so, ne? Nicht jedermanns Sache, diese kleinen Nano- und Diamond Blocks. Von daher, das Bauen mit Basissteinen, ne? Nur in kleinen Basissteinen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Shoppen und viel Spaß natürlich auch bei unseren Mittwochs-Livestreams. Wisst ihr ja immer, 21 Uhr. Und ja, bleibt mir nur noch so viel zu sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir noch einen Daumen da und seid ihr noch nicht Abonnenten, dann abonniert einfach mal meinen Kanal, Glocke gedrückt, und dann verpasst ihr auf jeden Fall keinen Content mehr von mir. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, euer Tim aus Hannover. Tschüss!